Guten Tag, ich heiße Johann Dickel und wir wollen heute uns wieder mit dem Drehwinkelverfahren beschäftigen. Also, wir werden die folgende Aufgabe berücksichtigen. Ich zeichne das System. Also hier haben wir 6L. Also was ist grundsätzlich neu hier? Hier wollen wir uns anschauen, wie man mit Temperaturbelastungen umgeht im Drehwinkelverfahren. Genau. Entspannung, hier ist es auch Wiegestreif angeschlossen. Die gestrichelte Phase wurde gegeben. Die Länge hier ist 5L. Die da ist 4L, hier haben wir schon 6L gegeben und die Röhre hier ist 3L. Ich kann es hier eintragen. Ja, machen wir mal so 3L. Gut, 6L, 3L, 5L bis zum Knoten hier, dann 4L. Ja. Und die thermische Belastung, die auftritt, ist hier vorhanden mit. Also sollten wir es ganz allgemein machen oder okay, machen wir es mal wieder gegeben. DO ist gegeben mit 15, also Grad grundsätzlich und D unten ist auch gegeben mit minus 15 Grad. Gut, im Prinzip brauchen wir auch die Dicke des Werkstoffes, also des Elementes, genau, wurde auch gegeben. Aha, gleich 0,2 Meter. Okay, hier tritt auch eine Lageverschiebung auf als äußere Belastung. Nehmen wir die einfach Delta. Auch diese Werte hier werde ich nicht benutzen, also wir werden es ganz allgemein machen. Letztendlich. Also wir werden ein Delta dm benutzen. Dm gehen hier, was ist es? du minus do durch h. Ja. Alpha t muss gegeben sein. Ja, es hat einen gewissen Wert, aber wie schon gesagt, den Wert an sich werden wir nicht einsetzen. Alpha t ist gegeben. Ei ist auch gegeben. What else? EA ist unendlich, also Drehwinkelverfahren halt. Gut, also wir wollen mal den Momentenverlauf bestimmen infolge der Temperaturbelastung hier. Allein infolge der Temperaturbelastung. Drehwinkelverfahren, darum geht es hier. Also fangen wir mal an mit unserer Gelenkfigur. Wie bekommt man die? An jedem Knoten setzt man ein Gelenk ein. Wenn es schon ein Gelenk gibt, dann setzen wir keinen zusätzlichen. Also, hier ein Gelenk, da wo die Einspannung vorhanden war, da also ein volles Gelenk, da wo der biegesteife Anschluss vorhanden war. Am Festlager hier ist es sowieso schon ein Gelenk, also da ändert sich nichts. Und an der Einspannung da oben kriegen wir jetzt ein Festlager mit
dem zusätzlichen Gelenk. Ach, die Biegescheibe Hammelecke hier bekommt auch, wird auch gelenkig. Gut, das ist dann die Figur. Wie ist das System? Das hier ist ein Dreigelenkbogen. Und dann, ja, wir brauchen keine Festhalterung in Form eines Loslagers. Warum? Weil das System hier statisch bestimmt ist. Guck mal, das hier ist ein Dreigelenkbogen. Beziehungsweise Dreigelenk haben, bisschen Scheibe, wie ihr wollt. Das Ganze hier ist dann fest. Und wenn es fest ist, dann haben wir an dem Gelenk hier gedanklich ein Festlager. Und mit dem Festlager an der Stelle hier haben wir wieder einen Dreigelenkbogen. So. Mit dem gedachten Festlager an der Stelle. Da rechte Scheibe fest ist. Dann haben wir wieder einen Dreigelenkbogen. Das ist auch fest. Also das hier wird nicht gebraucht. Gut, wir werden aber Festhaltungen in Form von Vierkanten benötigen. Und zwar an allen Biegesteifen haben Ecken. Hier einmal und hier einmal. Und ja, das war's. Die geometrische Größe hier kann ich E1 nehmen und die da ist 2. Gut, fangen wir mal an. Nullasphalt. Sorry, es heißt Nullzustand hier. Ja, was machen wir? Wir zeichnen das geometrische Grundsystem ein und wir setzen die Belastung darauf. Welche Belastung? Unsere dämische Belastung. Was ist eine dämische Belastung eigentlich? Also die dämische Belastung probiert eigentlich den Stab zu verlängern bzw. zu verkrümmen. Also, was passiert hier? Oben ist wärmer als unten. Okay? Was heißt das? Die obere Seite will sich ausdehnen, während die untere Seite sich verkürzen will. Sich stauchen will. Das heißt, so eine Krümmung, sowas will auftreten. So eine Krümmung will auftreten. Wir müssen aber immer noch die geometrischen Bedingungen hier respektieren. Und zwar die Tatsache, dass wir an der Stelle eine Einspannung haben. Das heißt, direkt da an der Einspannung müssen wir erstmal die ursprüngliche Orientierung des Stabes haben, die ursprüngliche Lage des Stabes. Und hier bei dem Vierkant ist es genauso. Erstmal die ursprüngliche Lage. Und dazwischen kann dann etwas auftreten. Und zwar diese Krümmung, die wir vorhin beschrieben haben, die von der dämischen Belastung verursacht wird. Das kann dann auftreten dazwischen. Gut, das ist die einzige äußere Belastung, also im Nullzustand infolge der Temperaturbelastung, ja, explizit vor der Temperaturbelastung. Wir können andere Nullzustände aufstellen infolge der Auflageverschiebung da oder infolge irgendwelcher anderer Last, die wir dann hinzufügen könnten. Ich nenne es so Nullzustand Delta T. Okay, und da zeichnen wir die Schnittgrößen. Was haben wir hier?
einen positiven Wert. Hier haben wir aber einen negativen Wert. Die Werte sind, die kann man in Tabellen gucken. Also die Krümmung, wie kriegt man das Moment aus der Krümmung? Ich werde es gleich in der Tabelle gucken, aber nur können wir es irgendwie, ich habe es nicht im Kopf, Delta Tm ist die Temperatur. Dann multiplizieren wir es mit Alpha T, dann haben wir, genau, dann haben wir eine Krümmung. Die thermische Krümmung ist Alpha T mal Delta Tm. Und das Moment ist grundsätzlich Krümmung. Moment, was ist das Moment? M ist minus EI, W2 ist eine Art Krümmung. Das Moment ist die Krümmung mal EI. Okay, also Alpha T mal Delta Tm mal EI wäre das Moment. Ja, also so kann man darauf kommen. Und das Vorzeichen, weil, also Grundelement 1 ist ein symmetrisches Element an sich, also links und rechts sollte man dasselbe erwarten. Also ich will sagen, ja, links und rechts einfach dasselbe. Statik-Entwurf suchen wir. Grundelement 1, also eingespannt, thermische Belastung, Alpha T mal TU minus TO durch H, das ist, was ich Delta Tm genannt habe. Was kriegen wir als Momente links und rechts? Diese Krümmung einfach mal EI, wie erwartet. Jetzt, was sagt die Tabelle hier am rechten, ihr müsst mal gucken, hier im Schneider sind die Momente ein bisschen anders definiert, als wir es machen im Drewicke-Verfahren bzw. Verschiebungsgrößenverfahren. Also rechts ist es wie im Drewicke-Verfahren, aber links im Schneider ist es andersrum. Also wir werden links hier nicht Minus haben, sondern Plus. Was noch? Ja, also theoretisch laut der Formel, aber da muss man noch aufpassen, hier TU minus TO ist als positiv angenommen, also KE hier ist positiv, wenn TU größer ist als TO. In unserem Fall ist aber TU kleiner als TO, also die Vorzeichen ähneln sich alle. Wir kriegen dann rechts einen positiven Wert und links einen. In der Tabelle hier wäre es auch einen positiven Wert, aber bei uns wäre es einen negativen Wert. Aber wie schon gesagt, das mit dem Vorzeichen kann man selbst, wenn man die Verformung richtig gezeichnet hat, kann man es selbst schon wissen bzw. sehen. Und man geht dann in den Tabellen nur, um den Betrag zu finden. Und wir wissen in dem Fall, dass es Kappa. Nehmen wir es dann Kappa T dann an der Stelle. Kappa T ist Alpha T mal Delta Tm. Alpha T ist gegeben, Delta Tm ist zu berechnen. TU minus TO durch H. Unser Delta Tm hier übrigens ist negativ. Für uns hier ist es negativ. Es ist nicht, dass Kappa T im Allgemeinen immer negativ ist oder so. Also, was kriegen wir dann hier? Ah, nee. Wenn ich es so mache, dann werde ich hier etwas mit Kappa T schreiben, dann wird man glauben, dass der Wert hier negativ sein sollte, weil Kappa T negativ ist. Nee, wir haben schon alles berücksichtigt. Wir haben schon alles berücksichtigt und das Moment an der Stelle hier ist tatsächlich positiv. Also schon mit Berücksichtigung von TU, das eigentlich negativ ist und solche Sachen. Also ich glaube, ich lasse es lieber. Ich lasse diese Kappa T zur Seite. Ich werde es nicht schreiben. Ich benutze EI. EI. Ah, oder? Ja, doch, können wir machen mit dem Betrag einfach. Mit
Betrag von Kapatä. Machen wir es so mit Betrag von Kapatä. Also alles, die Vorzeichen und alles wurden schon berücksichtigt. Also plus EI mal Kapatä und hier minus EI mal Kapatä. Okay, das sind die Schnittgrößen, die dann hier auftreten infolge dieser thermischen Belastung. Alle anderen Elemente sind unbelastet, die Momente da sind. Also die Momente sind null. Wir können Kräfte haben. Schauen wir mal. Eigentlich werden wir auch keine Kräfte haben. Ich will sagen, also ich kann es nicht mit kompletter Sicherheit sagen, aber ich will sagen, an der Stelle hier kriegen wir gar keine Kräfte.